Hallo und herzlich willkommen im Wald. Entschuldigt bitte die Störgeräusche, das liegt am Wetter, da kann ich nichts dafür. So, folgendes. Dieses Video, das ihr jetzt hier nun sehen werdet, falls ihr dann weiter guckt, ist lang und enthält jede Menge ziemlich ausführliche Informationen zum Thema Wald im weiteren Sinne, zum Thema Holz im näheren Sinne. Naja, eigentlich vielleicht auch beides im näheren Sinne. Weiß ich noch nicht, hab's ja noch nicht gedreht, das Video. Sollte aber definitiv ziemlich ausführlich und vielleicht auch ein bisschen kompliziert werden. Daher folgender Hinweis, möglicherweise, also wenn ihr nicht zu meinen Stammzuschauern gehört und meine Videos schon kennt und wisst, dass ihr mit denen gut zurechtkommt, könntet ihr vielleicht Probleme haben zu verstehen, was ich euch erzählen möchte. Das soll heißen, wenn ihr dann wirklich euch für dieses Thema so richtig interessiert, dann guckt dieses Video doch im Idealfall in einem Moment, in dem ihr halbwegs wach seid und nicht, wenn ihr kurz vorm Einpennen seid. Dann habt ihr da mehr davon und ich auch. Das war der eine Hinweis. Der zweite Hinweis, wenn ihr euch fragt, ob ich das ganze Video über nur hier hocke und labere, ja, mache ich. Also wirklich die volle Laufzeit, da ist nicht zwischendrin irgendwelche Actionsequenzen oder sonst was. Die hätte ich zwar reingepackt, wenn ich jetzt die Möglichkeit heute dazu hätte, das geht aber deswegen nicht, weil meine Kamera nur deswegen nicht nass wird, weil ein Schirm am Stativ hängt und mit dieser doch etwas fragilen Konstruktion kann ich hier jetzt nicht großartig rumlaufen. Ich könnte höchstens jetzt aufstehen und da hinten irgendwo rumrennen und ich werde schon nass, wenn ich nur diesen hier mache. Hallo! Daher versuche ich solcherlei Dinge zu vermeiden. Sprich, wen also das Thema Holz und Wald jetzt nicht wirklich wahnsinnig interessiert, der ist hier falsch. Das gilt halt für die Leute, die mich noch nicht kennen. Wer mich schon kennt, weiß ja ungefähr, was ihn erwartet. Ich möchte einfach nur nicht, dass ihr Lebenszeit verschwendet, wenn euch ausführliche Videos zu ausführlich sind und ihr mit meiner Art und Weise, die Dinge zu erklären, nicht klarkommt. Nur so als kleine Warnung, bevor ihr das erst nach 20 Minuten feststellt. Und damit, nachdem ich das jetzt gesagt habe, können wir loslegen. Jawohl, ja. Ja, wir fangen an mal mit einem kleines bisschen historischen Betrachtung. Es geht ja um das Thema Heizen mit Holz im weiteren Sinne. Was die Konsequenzen dafür sind, wenn wir jetzt alle wieder anfangen mit Holz zu heizen. Ich sage wieder, weil Holz natürlich, seit es uns Menschen gibt, so das Brennmaterial Nummer 1 gewesen ist. Wenn man mit irgendwas heizen wollte, dann blieb einem eigentlich nicht viel anderes übrig, als dafür Holz zu verwenden. Die Völker im hohen Norden haben dann später noch Torf dazu entdeckt. Aber wir hier in Mitteleuropa haben mit Holz geheizt, immer und immer und immer, bis irgendjemand auf die Idee gekommen ist, mit Holz Kohle zu heizen. Was allerdings auch nur ein Fall gewesen ist für die Leute, die es haben leisten können, da Holzkohle ja auch erstmal hergestellt werden musste und damit teurer war als normales Holz. War also eher mehr was für die Industrie und weniger im Haus anzutreffen. Natürlich hat Holzkohle den Holzverbrauch eher erhöht, als ihn zu senken, da die Herstellung von Holzkohle viel mehr Holz braucht, als man dann letztendlich durch die Holzkohle an sich wieder an Energie rausbekommt. Also gut, viel mehr ist übertrieben. Die Energieeffizienz von Holzkohle ist besser, als man jetzt so vermuten würde als Laie, aber immer noch nicht gut und man hat netto noch einen Energieverlust. Holzkohle lässt sich natürlich viel leichter in die Häuser transportieren und dahin, wo sie verbrannt werden soll, weil sie viel leichter ist, als jetzt riesige Baumstämme da entsprechend hinzukarren. Aber die wurde überwiegend für Industrie verwendet. Die damalige Industrie, also zum Beispiel Glashüttenwesen oder Salzsiederei und solche Sachen. Da war dann schon die Holzkohle im Einsatz und erst als es dann die wirkliche fossile Kohle in Anführungszeichen gab, beziehungsweise als die entdeckt und abgebaut worden ist, da ging die Holznutzung erst wieder zurück. Dann hat man plötzlich festgestellt, oh, jetzt können wir als Otto Normalverbraucher ja auch mit Kohle heizen und sind nicht mehr darauf angewiesen, hier riesige Mengen an Holz einzulagern. Stattdessen hat man einen Kohlenkeller gehabt. Das ging natürlich deutlich einfacher, da sich die Kohlen reinschütten zu lassen und dann hatte man mal wieder für ein paar Jahre Vorrat. Ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man einfach für den Winter nicht Angst haben muss, dass einem irgendwie das Brennmaterial ausgeht und man demzufolge dann nicht mehr richtig heizen kann. Das war noch bis in den Zweiten Weltkrieg rein so und vielleicht auch noch ein Teilchen danach so,
das ist das Hauptheizmaterial für private Haushalte und von denen sprechen wir jetzt primär Kohle gewesen ist. Ich kenne mich jetzt nicht aus mit der Historie der Heizung, wirklich nicht, aber ich vermute mal schwer, dass es dann irgendwann von Öl als Hauptdingens abgelöst worden ist. Und jetzt, und damit sind wir beim Knackpunkt, kommt plötzlich wieder der Trend auf, dass man wieder mit Holz heizen möchte in Form von Hackschnitzel oder Holzpellets. Also Holzhackschnitzel heißen die korrekterweise eigentlich. Ja, das ist ja an sich eine tolle Idee. Und man sagt ja auch immer, das wäre wahnsinnig umweltfreundlich. Und das stimmt primär auch erstmal, weil Holz ja als CO2-neutraler Brennstoff gilt. Soll heißen, man verbrennt nur das, was quasi in relativ kurzer Zeit im Wald wieder nachwachsen kann. Und solange eine nachhaltige Nutzung stattfindet und im Wald immer nur das umgeschlagen wird, was in der gleichen Zeit auch nachwächst, ist es tatsächlich so, dass man quasi damit kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre pustet, sondern immer nur das wieder rauspustet, was kurz vorher erst aus der Atmosphäre rausgeholt worden ist. So gesehen ist es also wirklich so eine Nullsituation und man steigert eben nicht noch weiter die CO2-Konzentration, die wir in der Atmosphäre schon haben. Das ist so die umweltschutztechnische Überlegung. Davon abgesehen sind Holzbrennstoffe, also Holzhackschnitzel und Holzpellets, tatsächlich auch nochmal günstiger als Erdöl. Selbst jetzt beim niedrigen Ölpreis sind sie immer noch billiger, denn der Preis von Holzbrennmaterial, zusammenfassend nenne ich das jetzt einfach mal so, ist an den Rohölpreis gekoppelt, weil es halt eben eine Alternative zum Rohöl darstellt. Und das ist dann meistens so bei Produkten, die alternativ verwendet werden können. Wenn das eine Sau teurer wird, wird das andere auch teurer. Einfach weil man sich dann leisten kann, die Alternative für mehr Geld anzubieten, solange sie noch billiger bleibt als das Originalprodukt, also in diesem Fall das Öl. Soll heißen, jetzt wo der Ölpreis so niedrig ist, sind auch die Preise für Holzhackschnitzel und Holzpellets, zumindest theoretisch, je nachdem wo man die kauft, vielleicht auch nicht, aber eigentlich sollten sie gerade relativ günstig sein. So, so viel zu dem Ding. Also an sich super umweltfreundliche Sache, ne? Wie gesagt, CO2-Bilanz ausgeglichen, keine zusätzliche CO2-Emission, man heizt sozusagen klimaneutral. Auf langfristige Sicht gesehen. So weit, so gut. Jetzt gibt es natürlich ein recht naheliegendes Problem, wenn wir jetzt alle anfangen mit Holz zu heizen, damit wir alle klimaneutral heizen. Dann ist das Holz nämlich irgendwann alle. In der letzten Phase, als alle Welt mit Holz geheizt hat, sagen wir jetzt mal spaßeshalber einfach die Industrialisierung, war massive Holznot überall und sämtliche Wälder in Mitteleuropa sind, ja, ziemlich knapp geworden, in Anführungszeichen. Damals war die Bevölkerung natürlich noch viel, 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 viel kleiner, also die Gesamtbevölkerung, ne, Zahl Menschen pro Planet, als es heute der Fall ist. Sprich, wenn wir jetzt wieder anfangen würden, wieder alle mit Holz zu heizen, ist relativ absehbar, dass das natürlich niemals gehen würde, einfach weil gar nicht genug Holz vorhanden ist, um diesen Bedarf zu decken. Das ist das eine Problem, das ist ja naheliegend. Aber worum es mir jetzt eigentlich geht, ist euch zu erzählen, was noch für Folgen entstehen könnten, wenn wir jetzt jedes bisschen Holz, das potenziell verbrennbar ist, und das ist ja alles Holz, aus dem Wald entnehmen und zu Brennmaterial verarbeiten, damit wir klimaneutral heizen können. Das hat nämlich durchaus an anderer Stelle wieder negative Folgen und macht zwar Sinn, also das klimaneutral heizen mit Holz, aber nur innerhalb gewisser Grenzen und man sollte jetzt rechtzeitig anfangen, diese Grenzen zu kennen, damit man da jetzt nicht irgendwelchen Mist baut mit eben der Verbrennung von CO2-neutraler Biomasse im weitesten Sinne. Das kann nämlich nur eine Übergangslösung sein, bis man was noch Besseres gefunden hat, um das Weltenergieproblem zu lösen, zum Beispiel irgendwelche hocheffiziente Photovoltaik. Es kann nicht langfristig die Lösung sein und deshalb schwierig zu beurteilen. Es hat eine Licht- und eine Schattenseite, das Heizen mit Holz. Und natürlich will ich es jetzt niemandem verbieten, absolut nicht. Aber wie gesagt, man muss das Ganze differenziert betrachten. So, also folgendes, damit ich euch zu Nährstoffexport durch Holzernte was erzählen kann, muss ich euch erstmal erzählen, wo im Holz überhaupt die Nährstoffe stecken.
Dazu ist es ganz wichtig, dass ihr erstmal wisst, Holz an sich, also der eigentliche Holzkörper, das, woraus wir ein Brett herstellen, der Stamm von Baum, enthält fast keine Nährstoffe. Das hält sich wirklich sehr, sehr, sehr in Grenzen. Holz besteht zu 98-99% aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und ein ganz winziges kleines bisschen Stickstoff, aber das ist wirklich zu vernachlässigen. Also diese drei Elemente machen wirklich den absoluten Höchstanteil vom Holz aus, und diese drei Elemente haben gemeinsam, die sind nahezu unbegrenzt verfügbar, denn Wasserstoff, Wasser, Sauerstoff, Atmosphäre und Wasser, Kohlenstoff aus der Atmosphäre, davon gibt es aktuell sowieso viel mehr, als man bräuchte, dank Klimawandel und Ähnlichem, wobei man sich darüber natürlich gerne wieder streiten kann, dann bitte aber irgendwo anders und nicht hier. Danke. Soll heißen, Holz ist ein unglaublich praktisches, weil sehr, 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 sehr nährstoffarmes Material. Das kann man auch daran erkennen, dass Holz von kaum einem Organismus gegessen werden kann, weil kaum ein Organismus damit was anfangen kann. Dieses Zeug ist so verschachtelt und stabil aufgebaut, dass selbst das, was an Nährstoffen drin ist, und es ist was an Nährstoffen drin, in Form von Zucker in Anführungszeichen, auch Holz ist ein Kohlenwasserstoff, und ein Kohlenwasserstoff ist irgendwas, was irgendein Organismus, der auf Kohlenwasserstoffverdauung basiert, auch auf jeden Fall verwenden kann. Und natürlich ist das auch beim Holz so, und dieser Organismus ist ein Pilz. Sprich, nur Pilze können Holz wirklich abbauen und können von Holz leben, Holz verdauen. Jeder andere Organismus, der im Holz lebt, der hat entweder Pilze dabei, die er im Holz quasi züchtet und frisst dann den Pilz, der vom Holz lebt. Oder er hat im Magen einen Pilz, der davon lebt, dass er Holz frisst, was dann in seinem Magen landet, worüber sich der Pilz freut und wächst und gleichzeitig am anderen Ende wieder wegverdaut wird. Und so funktioniert das auch. Also das sind jetzt nur zwei Beispiele, und ich schweife zu weit vom Thema ab, wenn ich jetzt über den Abbau von Holz spreche. Aber merkt euch bitte, Holz ein wahnsinnig schwierig aufzuschließender, sehr fester, sehr dauerhafter Stoff, so eins der dauerhaftesten Biomaterialien, die wir so haben. Okay, also ihr könnt euch vermutlich selber denken, dass, wenn man Holz aus dem Wald holt, man auch in irgendeiner Form Nährstoffe aus dem Wald holt, nämlich die Nährstoffe, die im Holz enthalten sind, beziehungsweise man sollte besser sagen, die Nährstoffe, die im Baum enthalten sind, denn im Holz selber sind kaum welche drin. Es ist so, dass eine Holzzelle, also gerade eben diese Besonderheit, die Holzpflanzen ausmacht, immer nach Herstellung eine tote Zelle darstellt. Das ist so ähnlich wie unsere Knochen, also das Innere unserer Knochen. Das wird ja auch nicht mehr mit Nährstoffen versorgt, das hat keinen Stoffwechsel. Das sind im Prinzip Zellen, die inzwischen abgestorben sind. Die Knochenhaut drumherum, die wird noch durchblutet, und da findet auch eine Versorgung der Knochen mit Kalzium und was weiß ich was statt. Und beim Holz ist das so ähnlich. Der Holzkörper an sich, das ist wirklich eine tote Zelle. Da tut man den Baum in Anführungszeichen nicht weh, wenn man in seinem Holz rumschneidet. Und deshalb funktioniert es auch, dass man in besonders große Bäume Tunnel reingraben kann und Ähnliches machen, ohne dass der Baum dabei verreckt. Weil der Holzkörper, der ist schon tot. Das ist deswegen so, weil so die riesige Masse, die so ein Baum besitzt, nicht komplett die ganze Zeit mit Nährstoffen versorgt werden muss, weil jede lebende Zelle hat einen Stoffwechsel, und ein Stoffwechsel erfordert Energie. Das kann sich also ein Baum gar nicht leisten, seinen enorm riesigen Stamm die ganze Zeit mit Energie versorgen zu müssen. Ein Grund, weshalb Holzzellen tot sind. Bei der Bildung, und ich erzähle euch irgendwann nochmal genauer was zum Holz, wird also ein stabiles Gerüst gebaut, in der Zelle drin, lebt dann so lange, wie sie in Bau ist, noch ein bisschen so das Allernötigste, und das stirbt ab, sobald die Zelle fertiggestellt ist. Das soll heißen, dass dann in dieser toten Zelle auch nichts mehr notwendig ist an wesentlichen Stoffen, die für das Leben erforderlich sind. Stoffe, die selten sind, Nährelemente. Und damit meine ich jetzt eben nicht den allgegenwärtigen Zucker in Pflanzen, weil die komplette Pflanzenmasse ist ja alles ein Zucker, alles aus Zuckergerüsten aufgebaut letztendlich, sondern ich meine damit Mineralstoffe, die im Fall von Pflanzen aus dem Boden aufgenommen werden. Und die Mineralstoffe, um die es hier primär gehen wird, sind Kalium, Calcium, Magnesium und Phosphor. Phosphat. Naja, eins von beiden.
Ja, denn diese sind knapp und es wäre eine reine Verschwendung, wenn die noch irgendwo im Holzkörper drin sitzen würden, denn die sind halt notwendig für Zellen, die einen Stoffwechsel haben, in denen, ja, die lebendig sind, auf gut Deutsch. Da werden besagte Stoffe gebraucht, unter anderem für das Zellwachstum, die Zellteilung und einfach den normalen Zellstoffwechsel. Überhaupt am Leben zu bleiben, erfordert diese Mineralien. Und das ist bei übrigens fast jedem Organismus so, dass eben dieses Zeug dringend benötigt wird. Und wenn man eine Pflanze ist, ist dieses Zeug auch grundsätzlich immer knapp und man muss irgendwie damit klarkommen, dass man eben mit wenig von dem Zeug klarkommen muss. Wieder deswegen der Grund, Holzzellen tot, damit sie eben dieses Zeug nicht benötigen. Man muss dazu sagen, das wird nicht verbraucht, es wird gebraucht. Es wird irgendwann mal in der Zelle verbaut und wenn die Zelle aber stirbt, wird alles, was da drin irgendwie verbaut war, wieder freigesetzt und steht wieder zur Verfügung. Das ist auch ein Grund für diese Kreislaufgeschichten in der Natur, dass halt alle Nährstoffe ja nicht verbraucht werden, wenn sie in der Biomasse eingebaut sind. Sie sind halt nur eben gerade nicht verfügbar, weil eben eingebaut. Jetzt habe ich es 17 Mal gesagt. Ich glaube, es hat jetzt jeder kapiert. Und ja, diese Nährstoffe sitzen also in einer Holzpflanze immer da, wo die Pflanze lebt. Und das ist immer bei Holzpflanzen die Rinde im Wesentlichen. Also wenn man jetzt vorm Stamm steht, die äußere Schicht des Stamms. Der innere Bereich der Rinde, der ganz äußere nicht, das ist ein reines Schutzmaterial, das dient dem mechanischen Schutz des Baums, dass wenn da irgendjemand dagegen rennt oder was, nicht gleich die empfindlichen lebendigen Zellen verletzt werden. Natürlich auch noch andere Gründe, aber im Wesentlichen, das ist einer davon. Nur die innere Schicht der Rinde, eine sehr dünne Schicht eigentlich, wird wirklich mit Nährstoffen versorgt und das ist auch die Schicht, die wächst. Das sogenannte Kambium, das taugt übrigens auch als Buschkrafter Notnahrung im Winter, wenn man überhaupt nichts Besseres findet. Dabei handelt es sich um eine einzelne Zellschicht, die Folgendes tut. Sie wird breiter. Also es bleibt eine einzelne Zellschicht, aber sie gibt nach innen neue Holzzellen ab, bildet also quasi direkt an sich angrenzend, ich kann euch das jetzt leider nicht aufmalen, weil es regnet, neue Holzzellen nach innen und wächst damit automatisch nach außen. Ja, wenn man nach innen immer wieder neue Zellen bildet, wächst man nach außen. Nach außen gleichzeitig gibt sie neue Rindenzellen ab. Und man muss dazu sagen, die inneren Rindenzellen, also später kommt dann hier wirklich die Borke, die diesen mechanischen Schutz erfüllt. Davor kommt noch das sogenannte Phloem. Sind noch lebende Zellen, die für den Stofftransport im Baum zuständig sind, also Stoff von oben nach unten transportieren. Zusätzlich gibt es auch noch Parenchymzellen, das sind dann noch einzelne Zellstrahlen, wenn man so möchte, man nennt sie auch Holzstrahlen, die in den Holzkörper hineinführen, damit es überhaupt möglich ist, Stoffe in den Stamm zu transportieren, die man da möglicherweise speichern möchte, wenn man ein Baum ist. Zum Beispiel Wasser, ganz zentral. Der Stamm dient unter anderem eben der Stabilität und dem Wasserspeicher und noch diversen anderen Funktionen, aber das gehört ja alles jetzt nicht hierher. Worauf ich hinaus will, nur diese sehr, sehr, sehr dünne Schicht aus Kambium und Phloemzellen und so die ersten Holzzellen, die halt noch nicht ganz abgestorben und verholzt sind, nur diese Zellen enthalten diese wichtigen Nährstoffe. Calcium, Magnesium, Kalium und eben das Olephosphat, beziehungsweise, ja. Jetzt könnt ihr euch hoffentlich denken, je dünner ein Baum ist, desto größer ist der Anteil der Rinde am Gesamtsystem. Ne? Also ein kleiner Baum, der meinetwegen nur 10 cm dick ist, hat verglichen mit seiner Gesamtmasse sehr, sehr, sehr viel Rinde. Ein sehr großer Baum, der meinetwegen einen Meter dick ist, der hat vergleichsweise wenig Rinde da drumherum. Also zu seiner Gesamtmasse gesehen hat er wenig Rinde. Der Anteil an Rinde an der Gesamtmasse. Ne? Das ist so ein bisschen Mathe. Macht euch mal klar, je größer der Kreis wird, desto geringer ist seine Oberfläche zu seinem Gesamtvolumen. Ja, ich glaube, so war das irgendwie. Soll heißen, das gilt natürlich auch nicht nur für junge Bäume, sondern auch für dünne Äste an großen Bäumen. Ein dünner Ast hat auch vergleichsweise viel Rinde, ergo viele lebende Zellen vergleichsweise, die dann wieder Nährstoffe brauchen. Und das nächste, wo die ganzen Nährstoffe im Baum drin hocken, ist natürlich, das werdet ihr euch garantiert auch denken können, das Laub.
das sind ja die ständig lebenden Zellen. Das ist ja der Ort, die Fabrik des Baumes, wenn man so möchte, wo so richtig die Luzi abgeht. Selbstverständlich werden da jede Menge wichtige Nährelemente gebraucht, um zum Beispiel die Photosynthese am Laufen zu bringen, am Laufen zu halten oder natürlich auch für den Sekundärstoffwechsel, wo dann so Dinge wie Gifte zum Beispiel produziert werden. Auch da eben enorme Nährstoffmengen drin. Wenn man also quasi einen Baum durch eine Nährstoffsichtbarmachbarkeitsbrille angucken würde, würde man feststellen, dass eben quasi die Rinde vor Nährstoffen nur so pulsiert, genauso wie das Laub noch viel mehr an Nährstoffen pulsiert. Und der Holzkörper, sofern man den dann überhaupt sehen kann unter der Rinde, der wäre total dunkel und da passiert überhaupt nichts. So. Worauf ich jetzt mit diesem langen Monolog hinaus wollte, ist Folgendes. Solange man bei der Holzernte wirklich nur Holz erntet, erntet man so gut wie gar keine wesentlichen Nährstoffe. Sprich, man kann wirklich bis in alle Ewigkeit Holz ernten, ohne den Wald irgendwann mal irgendwelche Nährstoffe zu entnehmen. Aber natürlich nur, solange man wirklich nur Holz und nur und ausschließlich Holz aus dem Wald rausführt. Und damit sind wir beim nächsten großen Thema, das Problem der hochmechanisierten Holzernte. Ich habe mal irgendwo schon mal erwähnt, dass die hochmechanisierte Holzernte, also sprich mit dem großen Harvester in den Wald reinfahren, die Bäumchen umsägen, raushebeln, entasten und auf den Wagen schmeißen und rausfahren. Das ist aus ökonomischen Gründen einfach notwendig. Heutzutage kann kein Mensch mehr den Waldarbeiter bezahlen, der die Alternative macht, die am besten wäre. Das sage ich euch erstmal, aus nährstofftechnischer Sicht wäre die beste Holzerntemethode, wenn man wirklich den einfachen klassischen Waldarbeiter in schöner Schutzausrüstung mit Kettensäge und mit Helm, Motorsäge, Entschuldigung. Meine Profs haben immer gemeckert, wenn ich das den Kettensäge nenne. Es heißt wohl offiziell Motorsäge, ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Wie auch immer, jedenfalls, wenn der da hingeht, den Baum umsägt, an Ort und Stelle, da wo er halt eben steht. Und diesen einen Stamm will man jetzt eben haben, weil das ein besonders schöner Stamm ist und das Sägewerk gefragt hat, hey Förster, wie schaut's denn aus, hast du für mich einen Stamm, Maße XY? Und dann geht man in den Wald und findet diesen Stamm und stellt fest, oh, der würde perfekt passen und dafür wollen die viel Geld zahlen, alles klar, schicke ich meinen Waldarbeiter, der sägt mir das Ding um. Und dann passiert Folgendes, wenn das eben der Waldarbeiter manuell vor Ort machen möchte, also Motor manuell meint eine Arbeitskraft ohne große Maschinerie und der Motor meint, die hat noch eine Kettensäge, diese Arbeitskraft. Und der macht dann Folgendes, der sägt sämtliche Äste vom Stamm erstmal runter. Das dauert eine Weile, entasten ist ein ganz schöner Aufwand, selbst mit Kettensäge, gerade wenn es ein Nadelbaum ist, der eben entsprechend viele Äste in der Krone hat, bis da alles runter ist, das dauert. Und dann, im Idealfall, und davon gehen wir ja jetzt aus, kommt er dann mit dem Schäleisen. Das ist im Prinzip so eine Klinge an einem langen Stock, wenn man so möchte. Und damit raspelt er dann auch noch die Rinde vom Baum. Das ist eine Schweinearbeit, extrem anstrengend und dauert auch entsprechend lange. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn man den Waldarbeiter lange mit irgendwas beschäftigt, dann muss man ihn so lange auch bezahlen. Sprich, wenn man das bei sämtlichen Bäumen im ganzen Wald machen würde, wäre das einfach unbezahlbar, weil der Arbeitsaufwand extrem groß wäre. Und jetzt kommt das große Aber. Aber dadurch hat man dann tatsächlich am Ende da im Wald liegend den reinen Holzkörper. Und ich habe ja eben gesagt, solange man immer nur den reinen Holzkörper aus dem Wald holt, entführt man überhaupt keine Nährstoffe. So gesehen wäre das eigentlich die optimale Methode, kann aber kein Mensch bezahlen. Jetzt das andere Extrem. Das andere Extrem ist die hochmechanisierte Holzernte. Das soll heißen, der Baum fährt auf einer Rückegasse, wenn es richtig ausgeführt wird. Eine Rückegasse ist also quasi ein einfacher baumfreier Schneise im Wald, wo eine große Maschine hin und her fahren kann. Durch die Gegend greift sich Bäume am Rand dieser Gasse und das habt ihr euch garantiert schon mal angesehen. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, habt ihr schon mal einen Harvester im Einsatz gesehen. Der fährt dann halt die Bäume durch sein Fellaggregat durch und schneidet ihnen dabei sämtliche Äste ab und schmeißt dann quasi an den Rand der Gasse oder in die Nähe der Gasse einen komplett entasteten Stamm, bei dem er oben die Spitze noch abgeschnitten hat und gut ist. Das Doofe ist, dieser Stamm ist zwar entastet, ergo könnte man sagen, die Nährstoffe, die in den Ästen drin hängen und die Nährstoffe aus dem Laub, bleiben alle im Wald. Aber erstens ist der Stamm nur entastet und nicht entrindet, sprich sämtliche Nährstoffe, die in der Rinde drinstecken vom Stamm, werden exportiert, sobald man den Stamm aus dem Wald entnimmt.
Und zweitens, die Äste liegen alle direkt an der Rückegasse. Je nachdem, was für ein Wetter ist, muss der Harvesterfahrer sogar gucken, dass er die Äste alle direkt auf die Rückegasse draufschmeißt, als zusätzliches Polster, damit er, wenn er auf der Rückegasse rumfährt, den Waldboden nicht beschädigt, beziehungsweise nicht so sehr verdichtet und es eben nicht diese furchtbaren Gleise dann im Wald gibt, diese richtig tiefen Spurrillen durch eben die Befahrung mit schweren Fahrzeugen. Das führt halt eben dazu, dass die Nährstoffe dann zwar an der Rückegasse im Übermaß vorhanden sind, weil sämtliche Nährstoffe dahin exportiert werden sozusagen. Das hilft aber dem Baum zwischen den Rückegassen nichts, weil so weit reichen die Wurzeln dann auch nicht. Ergo, die Nährstoffe sind quasi für den normalen Waldbestand nicht mehr verfügbar, also weg. Soll heißen, man hat durch die Holzernte nicht nur den Holzkörper entfernt, sondern auch sämtliche Nährstoffe, die im System normalerweise verbleiben würden, wenn der Baum auf natürliche Art und Weise stirbt. Weil dann bleibt natürlich auch die Rinde und sämtliche Nadeln oder Blätter und sämtliche Äste und so weiter und so fort alles im Wald. Weil der fällt ja an Ort und Stelle um und das liegt dann halt da eben rum und ist für die nachwachsende Generation verfügbar. Man nimmt aber das alles dann mit, wenn man so auf diese handelsübliche Art und Weise Holzernte betreibt. Klingt jetzt erstmal wirklich ganz schlimm. Und wie kann der Förster sowas überhaupt tun, dass er auf handelsübliche, herkömmliche Art und Weise Holzernte betreibt? Und das ist furchtbar. Aber jetzt ist es so, dass wir hier in Mitteleuropa hervorragende Böden haben. Wir haben hier so mit die besten Böden weltweit und unsere Böden sind in der Lage, selbst bei ständigem Nährstoffexport immer noch neue Nährstoffe aus dem Boden nachzuliefern. Und jetzt muss ich noch mal einen kleinen Exkurs machen und euch so ganz grob erklären, wie ein Boden funktioniert. Ein Boden ist im Prinzip ein Stein, also Ausgangsmaterial, letztendlich irgendwann mal kalt gewordene Magma, ne, aus dem Erdinneren, die durch Klima-, Wetterprozesse oder eben durch biologische Prozesse, zum Beispiel, es gibt noch ein paar andere Sachen, oder auch chemische Prozesse, zerkleinert worden ist. Also im Prinzip, meinetwegen ein Stein, der so lange mit Wasser überspült worden ist, bis halt jedes Mal vom Wasser so kleine Stückchen vom Stein abgerissen werden. Diese kleinen Stückchen werden im Fluss nach unten transportiert und lagern sich dann irgendwann im Meer oder am Meer ab. Und da haben wir dann was? Sand. Sand ist ja nichts anderes als kleingeriebener Stein. Und wenn man jetzt Sand durch ähnliche Prozesse oder auch zum Beispiel durch Wind, selbst wenn der Wind drüber weht, wird auch jedes Mal ein winzig kleines Stückchen abgespalten und ergibt sich dann wieder ein feineres Material. Und es wird immer feiner und immer feiner und irgendwann haben wir ganz feinen Sand und das wäre zum Beispiel ein Ton. Sprich, ganz feine Ausgangsmineralboden, also Ausgangsgesteins. Teilchen. Das ist ein Boden, die mineralische Komponente eines Bodens. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, wie das jetzt exakt ist. Das ist eine Wissenschaft für sich und da kenne ich mich auch ganz gut mit aus und werde ich euch auch mal irgendwann erzählen. Aber merkt euch einfach mal, ein Boden ist ein fein zerriebener Stein, wenn man so möchte. Ne? Und die Sache ist ja die, da wo dieser Stein herkommt, im Fall von einem Waldboden. Ein Waldboden ist jetzt, sagen wir mal, 1 Meter tief. Und dieser Meter ist Boden und unter diesem Boden kommt das Ausgangsgestein. Sprich, da ist dann eben der Stoff, aus dem der Boden entsteht, noch da. Und der Boden wächst weiter in die Tiefe, weil im Boden finden ja auch noch gewisse Prozesse statt, die dazu führen, dass der Stein unter dem Boden weiter zerkleinert wird. Zum Beispiel irgendwelche Bäume, die da Wurzeln haben. Die Wurzeln geben Chemikalien ab, meistens Säuren, die dafür da sind, bestimmte Nährstoffe aus den kleinen Bodenpartikeln, also den sehr, sehr, sehr feinen Steinen, herauszulösen. Und dabei lösen sie diesen Stein weiter auf. Das funktioniert halt eben nicht nur mit den ganz kleinen Partikeln, sondern auch mit dem festen Stein, der ganz unten im Boden steckt, wenn die Wurzeln so tief kommen. Und einige Wurzeln tun das und lösen dann auch da den großen Stein weiter auf. Und wenn der große Stein weiter aufgelöst wird, dann kommen tatsächlich neue Nährstoffe, die vorher nicht im System des Bodens drin waren, hinzu. Die dann also quasi aus der Geologie in den Boden übergehen. Und dieser Prozess, diese Bodenneubildung, der Bau von neuem Boden, der dann natürlich wieder voller Nährstoffe steckt, der funktioniert bei uns in Mitteleuropa sehr gut. Was heißen soll, wir haben eine recht hohe Nährstoffnachlieferung.
Um das nochmal zu verdeutlichen, ihr kennt das Mittelmeer. Ne? Ihr kennt die Mittelmeerküste. Habt ihr da mal einen Baum gesehen? Nicht so viele, oder? Die war aber natürlich mal früher, bevor die ganzen Römer und Griechen der Meinung waren, jede Menge Kriegsschiffe zu brauchen und jede Menge Hochkultur gründen zu müssen, komplett bewaldet. Der Grund, weshalb da jetzt kaum noch was wächst und weshalb wir jetzt da diese Garrig- und Maginarflächen haben, vielleicht sagt euch das was, wenn ihr regelmäßig da irgendwie Urlaub macht, da kann man gar keinen Wald mehr anpflanzen, das ist degradierter Boden. Da sind die Nährstoffe aus dem Boden einfach so sehr weg, so sehr verbraucht worden im Laufe der Zeit, so sehr Nährstoffexport durch Holzernte hat da stattgefunden, dass da einfach nichts mehr geht. Die Boden sind ruiniert, bis halt irgendwann mal der nächste Vulkan ausbricht und quasi neues Gestein, was dann wieder zu neuem nährstoffreichen Boden wird, drüber kippt. Zum Beispiel. Alternativ könnte auch ein riesen Erdbeben kommen und da alles drunter und drüber machen. Oder es schiebt sich irgendeine Kontinentalplatte drüber und es bildet sich ein neues Gebirge. Wenn man in Jahrmilliarden denkt, ich habe keine Ahnung, wie alt die Erde noch werden wird, bis die Sonne explodiert, ist das alles kein Problem. Aber jetzt fürs Erste schon, weil da können wir keinen großartigen Wald anpflanzen. In Deutschland ist das Gleiche passiert. Auch wie hier haben wir all unsere Wälder mindestens einmal kahlgeschlagen. Also kein Baum, der hier mehr steht, beziehungsweise kein Wald, der hier in Deutschland noch steht, ist nicht irgendwann mal Kahlfläche gewesen. Also fast. Möglicherweise in den Gebirgen wird es noch so ein paar Stellen geben, aber auch da ist alles irgendwann mal umgehauen worden. Ne? Winzig kleine Ausnahmen mag es geben, aber wir haben eigentlich fast alles niedergemacht, was mal da war. Jetzt steht aber komischerweise plötzlich wieder überall Wald und überall Wald, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, aber so viel Wald haben wir in Deutschland doch gar nicht, doch haben wir eigentlich schon. Wenn man bedenkt, was für ein Industrieland wir sind, haben wir eine erstaunlich gewaltige Waldfläche. Deutschland ist und bleibt ein Waldland. Ein Drittel der deutschen Landesfläche ist tatsächlich noch Wald und das ist wirklich bemerkenswert eigentlich, wenn man sich andere Industriestaaten anguckt. Können wir echt stolz drauf sein. Dadurch, dass wir auch so ein kleines Land sind, ist das wirklich was, worüber sich unser eins Förster eigentlich immer freut und sich ins Fäustchen lacht, dass er auf ein Drittel der Landesfläche Experte ist. Naja, worauf ich eben hinaus will, dadurch, dass unsere Böden so super toll sind und die in der Lage sind, jedes Zeit neue Nährstoffe aus der Geologie hinzuzufügen, war es bisher eben so, dass wir noch nicht unsere Böden vernichtet haben durch unsere bisherige Holzernte in den, keine Ahnung, 1000 Jahren, die wir die intensiv betrieben haben. Das ist reiner Zufall also. Wir hätten genauso degradierte Böden wie am Mittelmeer, wenn wir nicht durch reinen Zufall zufällig super gute Böden gehabt hätten damals. Das Leben ist unfair, besonders in der Ökologie. Gut, das Blöde ist jetzt nur, wir betreiben besagte Holzernte jetzt schon seit 1000 Jahren. Sprich, wenn wir jetzt weitermachen, mit genau dem gleichen System wie quasi im Mittelalter, alles an Holz aus dem Wald rausholen, was da ist, und es ist einem egal, ob man dabei halt noch die Rinde und das Laub mit zusätzlich aus dem Wald rausholt, und darauf werde ich nochmal in aller Ausführlichkeit bei der Waldgeschichte, wenn wir dann endlich im Mittelalter angekommen sind, eingehen, dann führt das selbst bei unseren hier hervorragenden Böden irgendwann dazu, dass eine gewisse Degradation und eine Auslaugung der Böden stattfindet. Und zwar schneller, als die Natur aus der geologischen Phase, aus den Mineralien, neue Nährstoffe nachliefern kann. Und das ist halt eben der Knackpunkt.